Wetter.at wird Ihnen präsentiert von Turkish Airlines und Salzburg Airport Wolfgang Amadeus Mozart. Guten Morgen am Donnerstag bei Wetter.at. Der ungarische Ferdinand, das Tief Nandor, das zeigt weiterhin seine nasskalten Wetterseiten. Aber das Hoch Iris, das funkt dazwischen und bringt einmal vom Norden Europas Sonnenschein. Wir hoffen, es wirkt sich auch nach Österreich herein. Noch drehen sich hier die Tiefdruckwirbel, dazu die Regenwolken und der Wind, der kann auch schon einmal kräftiger werden. Heute Nacht ist die Schneefallgrenze im Alpenraum teilweise auf 1800 Meter gesunken. Dichte Regenwolken heute Vormittag in Österreich. Niesel, den gibt's im Westen. Wolken im Süden, Kärnten und der Steiermark mit einigen Schauern dazu. Und besser ist es nur im Donauraum. Linz bis Wien und Bratislava, da schaut auch die Sonne vorbei. Wir starten österreichweit ab 7 Grad teilweise und vormittags geht es dann weiter bis zu 17 Grad sind möglich. Über Mittag und am Nachmittag bleibt der Nieselregen erhalten. Er sprüht mancherorts von Bregenz bis nach Salzburg. So richtig und stark bewölkt ist es dann auch von Lienz bis nach Graz und auch weiterhin eine gemischte Sonnen-Wolken-Schauerdecke. Die gibt es von Oberösterreich bis an die östliche Landesgrenze und bis zu 19 Grad sind möglich. Der Westen, der bringt dann weiterhin bis zum Abend Nieselregen und der wird dann leider umgewandelt in Regen. Im Osten Österreich wird es dagegen aufgelockerter und im Süden bleibt es stark bewölkt, wir erwarten zwischen 13 bis 18 Grad, hier mit 18 in Wien. Durchhalten heißt es für unsere Seen und Gewässer. Es wird Gott sei Dank nicht so kalt durch den Regen. Der Aachensee ist immer frisch in Tirol und hat 17 Grad Wassertemperatur, 16 der Salzburger Badesee Flachau-Winkel, 17 der Lunzersee in Niederösterreich und der Neusiedlersee, der steht noch bei über 22 Grad. Gleich bei uns das Bio-Wetter, der Blick auf die Europakarte, die nächsten 4 Tage inklusive Wochenende. Wetter.at wird Ihnen präsentiert von Turkish Airlines und Salzburg Airport Wolfgang Amadeus Mozart. Hallo zurück bei Wetter.at. Schauen wir nun auf die Wetterentwicklung bis zum Wochenende. Noch einen Tag brauchen Sie das gesamte Regengewand. Der Freitag, der wird in Westösterreich weiterhin regnerisch. Erholung dann am Samstag mit Sonnenstrahlen unbedingt genießen. Es wird wieder wärmer bis 18 Grad. Der Sonntag ist dann wolkig, teilweise spät Sommersonne mit Herbstwetter gemischt. Dann die Schul- und Arbeitswoche, die startet am Montag mit Regenschauern und kühlt wieder ein wenig ab. Im Osten gibt es 4 Tage Wolken, manchmal Sonnenstrahlen, leider selten und es wird wärmer bis zu 24 Grad. Der Freitag bis zum Montag also bewölkt und hier und da Sonnenblinzeln. Kärnten und die Steiermark zwischen Regen am Freitag, heiter sonnig am Samstag, wolkig am Sonntag und mit sehr vereinzelten Sonnenphasen und Schauern. Bis zum Montag hin bis zu 20 Grad, aber auch Sonnenschein gibt es hier eben für den herbstlichen Beginn. Es blinkt unsere Biokarte weiterhin. Sie sehen es hier. Passen Sie auf sich auf, wenn Sie vor allem mit Herz-Kreislauf Probleme haben. Das Wetter spielt Ihnen jetzt ein wenig mit. Ebenso für Menschen mit Rheuma und Asthma. Und hier gilt das in ganz Österreich. Der Biorhythmus, der wird durchgewirbelt. Schöner und grüner ist die Pollenkarte. Sie zeigt uns die wiederkehrenden Pilzsporen und im Osten und im Süden das beifußblättrige Traubenkraut, also den Ragweed. Im hohen Norden Europas sorgt Iris, das schönste Spätsommerhoch, für angenehme Temperaturen. Bei 18 Grad in Oslo und auch in Stockholm, Nandor, der ungarische Ferdinand, das Tief, das reicht von Schottland, die ganze britische Insel herunter bis nach Dänemark, in die Benelux-Staaten und auch in den Alpenraum herein. Regenwetter und Wolken sind die Folge in Mitteleuropa. Bestes Spätsommerwetter dagegen in Portugal, in Spanien bei 29 bis 32 Grad. Das Sonnenband, das wird lediglich durch Italien teilweise unterbrochen. Sonnigst aber in Sizilien, weiter im Süden Kroatiens ebenfalls, bis nach Griechenland, der Türkei und das gesamte Schwarze Meer. Einen angenehmen Donnerstag um 15 Uhr gibt es dann bei uns die nächsten Wetterupdates. Wir sind für Sie da, bei jedem Wetter. Klicken Sie rein auf wetter.at. Wetter.at.
Wetter.at wurde Ihnen präsentiert von Turkish Airlines und Salzburg Airport Wolfgang Amadeus Mozart.